Zum Abschluss seiner Südamerika-Reise bleibt noch etwas Freizeit. Doch auch da hat Bundeskanzler Scholz den brasilianischen Präsidentenpalast fest im Blick. Ein neues Kapitel der Zusammenarbeit wollten die Regierungschefs gestern aufschlagen. Und das betont herzlich. Ihr habt gefehlt, lieber Lula. Du siehst, wir haben gemeinsam viel vor. Einigkeit besteht zum Beispiel im Ziel, den Regenwald zu schützen. Der Zusammenarbeit in Energiefragen. Beim Thema Ukraine-Krieg aber endet die Einheit. Der Kanzler wirbt offensichtlich darum, Präsident Lula zu einem Engagement für die Ukraine zu bewegen. Dieser Krieg ist keine europäische Angelegenheit, sondern er geht uns alle an, weil er ein eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht und die internationale Ordnung ist. Präsident Lula bezeichnet den russischen Angriffskrieg zwar als schweren Fehler, will aber keinerlei Munition für die Panzer liefern, die Deutschland in die Ukraine schickt. Vielmehr bietet sich der 77-Jährige als Friedensvermittler an und möchte China mit ins Boot holen. Wir brauchen neue Friedensverhandlungen. Und dabei müssen unsere Freunde in China eine sehr wichtige Rolle spielen. Mit Russland und China hat das Land enge wirtschaftliche Verbindungen. Die will der Präsident nicht gefährden. Und als Vermittler könnte das selber seine Position in der Welt stärken. Seit vielen Jahren seinen Traum, auch international wieder als Mediator aufzutreten. Und das ist Teil der Überzeugung, dass Brasilien als neutraler Akteur Menschen und Länder zusammenbringen kann. Bei aller Freundschaft zu Deutschland und allen wirtschaftlichen Interessen wurde doch klar, dass Brasilien eine eigene, starke Rolle in der Weltpolitik anstrebt und dabei unabhängig von westlichen Interessen bleiben möchte.